Wombelt fängt an vor der eigenen Tür. Wombel sind Wesen, die tun was dafür. Leise und freundlich und sauber sind sie. Jeder muss wombeln, denn sonst klappt es nie. Kleine Wombelweisheit für Feinschmecker. Sich nicht nur für die Umwelt regen, auch mal das Innenleben pflegen. Mit Pfannkuchen von Madame Cholet. Reichst du mir mal bitte den Farnkrautsirup, Orinoco? Er steht direkt vor dir. Aber gern, Madame Cholet. Ist er das? Nein, das ist Moosmus. Aber das wird der Farnkraut. Nein, auch nicht. Das ist Eichenblättergelee. Köstlich. Oh! Schmeckt nicht schlecht, der Teig. Vielleicht könnte es sein, dass vielleicht noch eine Spur Löwenzahnsalz fehlt, oder? Bitte? Sagtest du, es fehlt etwas? An meinem Teig? Vielleicht lerne ich bei dir noch kochen, hä? Aber nein, so war's doch nicht. Ich meine, es war ja nur eine Frage. Außerdem ist ja Salz sowieso nicht so gesund, nicht? Tja, und wie stehe ich jetzt da ohne Farnkrautsirup? Es muss ihn jemand weggetan haben. Ich werde ihn sofort suchen, aber ich weiß nicht wo. Vielleicht sollte man neuen besorgen. Aber inzwischen könnte man nicht doch schon mal ein... Ich meine, probeweise nur so zum Kosten, wissen Sie? Seid ihr denn? Was soll das? Oh, Monsieur Tobermory, entschuldigen Sie. Es tut mir so leid, schrecklich. Nun, dann lassen wir das wohl besser beiseite. Es ist ohne dies noch nicht... Essenszeit. Wie gut, dass wir nicht noch Löwenzahnsalz an den Teig gemacht haben. Sonst würden ihm jetzt die Augen tränen. Oh, bitte, das ist mir nur so rausgerutscht. Ich gehe jetzt lieber mal nach dem Farnkrautsirup sehen. Ja, junge Wombel, und ich würde mir viel Zeit lassen, wenn ich du wäre. Auf Wiedersehen, Madame Cholet, für mich eine doppelte Wenn du Portion. Nicht endlich verschwindest, gibt es gar nichts. Und nun, Madame, erlauben Sie mir für Ihre Mühe eine kleine Aufmerksamkeit. Oh, Monsieur Tobermory, wie charmant. Das hat man nun von seiner Hilfsbereitschaft. Jetzt hilft Tobermory. Dabei bin ich der beste Pfannkuchenkenner der Welt. Oh, ich kann sie hören. Durch den Kamin. Und das riecht. Bräunlich brutzelnde Butterblumenbutter. Jetzt könnte der Teig hinein. Meinen Sie nicht, Madame Cholet? Völlig richtig. Es ist genau der rechte Moment. Jetzt. Jetzt kommt der Teig in die Pfanne. Oh, oh, oh. Wenn man einen Pfannkuchen perfekt herumwerfen will, stellt man die Füße so und hält die Pfanne fest in der rechten. Rechts ist hier, also links. Ach, Monsieur Tobermory, was Sie alles wissen. Nein, also wirklich, Sie sind sehr klug. Aber ich bitte Sie, meine Liebe, das ist doch noch gar nichts. Wenn ihr den Pfannkuchen nur ein bisschen zu hoch wirft, dann bleibt er im Schornstein stecken. Ich könnte hilfreich mit der Angel nachhelfen. Ja, das werden wir gleich haben. Ein kleines Knötchen mit dem Pfötchen und dieses noch, damit die Sache einen Haken hat. Ja, na dann wollen wir mal sehen, ob einer anbeißt. Ja. So, und jetzt aufgepasst. Jetzt kommt der große Wurf. Alle hopp. Oh. Ich hab ihn, ich hab ihn. Tja, glatt durch den Schornstein. Das soll erst mal einer nachmachen. Nicht übel. Nein, wirklich, ich muss sagen, sehr ordentlich. Die Füllung fehlt, gut. Aber wer ungefüllte Pfannkuchen mag, ist mit so einem hier nicht schlecht bedient. Nein, er ist leicht bekömmlich. Durch den Schornstein, gewissermaßen. Quasi, sozusagen. Macht's wie die Wombles. Lieber ein bisschen übertreiben, aber immer sauber bleiben.